und wir legen gleich los mit einem sehr unkonventionellen Haus. Es steht in Siegendorf im Nordburgenland und es ist organisiert wie ein kleines Dorf. Es öffnet sich konsequent nach außen und Licht spielt eine sehr wichtige Rolle. Von der Straßenseite aus betrachtet, zeigt sich der Bungalow für eine vierköpfige Familie recht verschlossen. Man passiert zuerst die Peripherie, Garage und Technikraum, bis man zum Eingang gelangt. Im Inneren ist man überrascht, wie offen das Gebäude ist. Der Grundriss ist ungewöhnlich. Der Elternbereich ist von dem der Kinder durch das Wohnzimmer getrennt. Das wiederum wurde durch ein Atrium von der Wohnküche separiert. Und so entstand ein eigenes kleines Dorf. Da sitzen wir jetzt in der Wohnküche, das wäre so wie das Gasthaus sozusagen mit dem Schanigarten, das die Terrasse ist. Dann gibt es eben das Haus der Eltern und das Haus der Kinder. Und zwischen den beiden spannt sich wie ein Marktplatz so das gemeinsame Wohnzimmer auf. Zur Minimierung des CO2-Fußabdruckes wurde auf einen Keller verzichtet und mit Holz gebaut. Eine der wirkungsvollsten Methoden, im Moment nachhaltig zu bauen, ist in Holz zu bauen. Und das haben wir getan in Massivholz, also mit Brettsperrholz, also in diese großformatigen Holzplatten. Da leistet man eigentlich schon einen sehr großen Beitrag, wenn man mit dem in Österreich nachwachsenden Rohstoff baut und nicht mit Ziegel oder Stahlbeton. Das Haus wird mit einer Wärmepumpe beheizt und im Sommer gekühlt. Die LED-Beleuchtung trägt zusätzlich zur Energiereduktion bei. Das Haus ist konsequent zur Sonne zugewandt. Durch das Atrium in der Mitte des Hauses gelangt die Sonne im Winter von allen Seiten tief in viele Gebäudeteile. Es gibt hier sehr viele Glasflächen. Jetzt wird es aber immer wärmer. Wie haben Sie das gemacht oder geplant, dass das nicht zum Nachteil bei diesem Haus wird? Ja, ich fange vielleicht mit dem Vorteil an. Im Winter hat man ja sehr viel von den solaren Gewinnen. Da hilft ja die Sonne einfach, das Haus mit zu erwärmen. Im Sommer muss man sich natürlich was dazu überlegen. Ja, zum einen gibt es natürlich Außenbeschattung, ja, die auch wind- und sonnensensitiv gesteuert ist. Ja, und dann gibt es auch Vordächer, die auch vor der hochstehenden Sonne schützen. In den Genuss von Sonne sind wir am Drehtag nicht gekommen. Aber auch an diesem diesig grauen Wintertag präsentieren sich das Haus und seine Bewohner offen und außergewöhnlich.